Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem Let's Read. Heute Band 19, wenn ich das richtig gesehen habe. XIX ist 19. Ja, das stimmt. Gut. Ja, ich kann römische Zahlen lesen. Denke ich mal zumindest. Aber gut. Im letzten Part ging es um Javaschkr. Da ging es darum, dass die, ja, sich diese ganzen Krieger und die ganzen Soldaten, die halt gewonnen haben, haben sich in Boote aufgeteilt, sind rausgeschwommen. Und die einen haben dann irgend so ein Gebiet gefunden, was die Elfen nicht besetzt haben. Und das haben die dann selbst eingenommen. Aber irgendwas war da, was so ein bisschen Angst gemacht hat. Aber gut. Lieder der Rückkehr, Band 19. Die zweite Geschichte der Jülgeramet. Als jene letzte Schlacht am kargen Pass geschlagen war und der schmelzende Schnee Elfenblut mit sich ins Meer trug, trennten sich schließlich die Wege der Mannschaften der Karl-Karts, der Sadan-Rave und der ruhmreichen Mannschaft von Schiff unseres Herrn, der Jülgeramet, und niemals mehr kamen ihre Schilde zusammen. Sie trennten sich auf jene Art, die kein Verlust ist, sondern ein Gewinn, da sie wussten, dass ihre Herzen ebenso auch in der Brust der anderen schlagen würden. So tief war die Liebe, die die ersten der 500 füreinander hegten, und insbesondere für Yskramor, unsere aller Herold. Sie wandten sich nach Osten zum Meer, als sie auf das Hügelgrab von Jüngol stießen, dem Sohn des mächtigen Yskramor, der durch die Launen von Könige gefallen war und nicht durch den Verrat der Elfen. Unser Herr hatte nicht erwartet, dass er bald wiedersehen, es so bald wiederzusehen, und bei seinem Anblick regte sich seine Trauer von neuem, so wie eine erneute geöffnete Wunde, wie das so wie zu dem Zeitpunkt blutet, als sie geschlagen wurde. Seine Augen richteten sich nach Süden, wo ein Fluss auf das Meer traf, und er verfügte, dass er und die Mannschaft der Jülgeramet dort eine große Stadt errichten würden, zum Gedenken an den Ruhm der Menschheit, auf das er von seinem Palast stets auf den Hügel blicken könnte, der die letzte Ruhestätte seines geliebten Sohnes war, und spüren könne, dass sein Volk den Frieden in seiner neuen Heimat finden würde, den es auf Admora nicht gekannt hatte. Die gefangenen Elfen mussten Steine herbeischaffen, um die Stadt nach dem Wunsch ihres Eroberers zu erbauen. Dabei starben ebenso viele Elfen, wie die Mannschaft der Jülgeramet auf dem Weg dorthin erschlagen hatte. Und Yskramor trieb die Elenden immer weiter an, um höher zu bauen, um den Fluss für sich zu beanspruchen, damit niemand ins Landesinnere gelangen könnte, ohne zunächst einen rechtmäßigen Anwärter, den sich im geziemten Respekt zu erweisen. So wurde die große Brücke errichtet, die auf ewig den Fluss überspannte, damit kein Elf sich vorbeischleichen kann, um seine verschlagenen Cousins zu rächen. So wie die Brücke in der Länge gebaut wurde, so wurde der Palast in die Höhe gebaut. Und seine Türme reichten bis in den Himmel, um die Herrschaft selbst über die Winde zu demonstrieren, die solchen Kummer mit sich gebracht hatten. In den tiefen Höhlen unterhalb der Stadt wurde ein großes Grabmal für den Tag vorbereitet, an dem Fürst Yskramor, unser aller Herold, in den Ruhm von Sovngarde eingehen würde. Doch wie wir wissen, wollte er stattdessen an der Küste beerdigt werden, mit Blick auf Admora, so dass sein Herz, auch wenn es in diesem neuen Land gelebt hatte und gestorben war, sich ewig nach der Schönheit des noch grünen Admora sehen würde, bevor sich dort der Frost ausgebreitet hatte. So wurde Windhelm gegründet, die Stadt der Könige, auch wenn ihre Geschichte lang ist und ihr Ruhm nicht mit ihrem Gründer endete. Achso, das eine war die Entstehung von Javaschkr und das hier ist jetzt die Entstehung von Windhelm. Okay, finde ich cool. Finde ich sehr gut. Und ja, war aber leider ein bisschen kurz. Fand ich ein bisschen schade. Ich hätte gerne ein bisschen mehr gelesen. Aber gut. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, schaltet im nächsten Band wieder ein. Das ist klar, glaube ich, Band 24, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber glaubt mir mal gerade nicht. Ich tippe es einfach mal. Ich glaube, 24 war das. Und ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Und ich sage bis dahin. Tschüss.